5 Coping, das ist so ein Teil durch die Presse, die lang ist auch. Der Vortrag heißt Uni auf Wirbel, Jan Renning, bis hier der Institut für Pharmakologie, Toxikologie und klinische Pharmazie der TU Braunschweig. Bitte sehr, Jan. Ja, vielen Dank. So, schönen guten Abend. Ich möchte heute über das Thema Uni auf Droge sprechen. Dazu zunächst einmal die Frage, haben Sie sich schon mal überfordert gefühlt? Ich denke, jeder hier im Saal hat schon mal die Situation erlebt, dass er sehr spät abends am Schreibtisch gesessen hat und nicht wusste, wie dieser ganze Stapel an Arbeit noch abgearbeitet werden sollte. Das ist irgendwie auch kein Wunder, wenn man sich überlegt, welchen Anforderungen man an der Uni ausgesetzt ist. Wir sollen Vorlesungen besuchen, wir sollen Seminare absolvieren, wir sollen Hausarbeiten schreiben und gegebenenfalls Laborpraktika machen. Das ist der Teil, den man als Pflicht bezeichnen könnte. Zu jeder guten Pflicht gibt es meistens auch eine Kür und die sieht folgendermaßen aus an der Uni. Wir sollen ins Ausland gehen, wir sollen uns ausreichend sportlich betätigen, wir sollen Praktika machen und uns am besten auch noch gesellschaftlich engagieren, zum Beispiel in einem Ehrenamt. Und eine Sache kommt bei diesen ganzen Dingen häufig zu kurz und das ist ausreichend Schlaf. Das ist nämlich der Teil, den wir am besten selber regulieren können. Und die Folge von zu wenig Schlaf ist natürlich Müdigkeit. Die beste Möglichkeit gegen Müdigkeit wäre ausreichend Schlaf. Dazu fehlt uns die Zeit. Also suchen wir nach einer Alternative. Und ich denke, zwei Sachen kennen Sie und haben Sie wahrscheinlich auch heute schon angewendet. Deswegen wollte ich jetzt mal in die Runde fragen, wer heute schon Schokolade gegessen hat. Auch wenn wir Fastenzeit haben, können Sie ruhig ehrlich sein. Okay, und wer hat heute schon Kaffee getrunken? Auch. Jetzt kann man sich fragen, warum haben die Leute das getan? Denn neben dem unbestreitbaren Genussfaktor dieser beiden Lebensmittel ist natürlich Kaffee nichts anderes als ein koffeinhaltiges Heißgetränk. Das heißt, sie haben sich einen nachweislichen Wachmacher zugeführt. Und auf der anderen Seite Schokolade, also eine kleine Zuckerbombe. Zusammengenommen ist das dann schon ein ziemlich gutes Hirndoping. Jetzt die Frage, gibt es andere Bereiche, wo Leute irgendwo Anforderungen ausgesetzt waren, denen sie sich nicht mehr gewachsen sahen? Ja? Wir erinnern uns alle an diesen jungen Mann, der irgendwann dieser Aufgabe nicht mehr gewachsen war. Und seine... Und seine Abhilfe kam in kleinen Spritzen und enthielt Erythropoietin. Gibt es denn jetzt die Spritze für uns, die wir nehmen können, um besser in der Uni klarzukommen, um leistungsfähiger zu sein? Spritzen vielleicht nicht, aber vielleicht Tabletten. Wenn man jetzt ins Internet schaut, findet man neben dubiosen Internetapotheken durchaus Artikel in seriöseren Medien, die den Eindruck vermitteln, es gäbe schon jetzt Substanzen, die wir einnehmen könnten, die uns leistungsfähiger machen. Diese Artikel haben dann so wohlklingende Namen wie 100 Milligramm Arbeitswut oder die Pille fürs Glück oder... im Rausch der Petersilie. Wieso jetzt Petersilie? Naja, Petersilie enthält eine Substanz, die, wenn sie in höheren Dosen genossen wird, durchaus berauschend wirkt. Das ist auch die gleiche Substanz, die Sie in Muskatnuss finden würden. Bevor Sie jetzt aber gleich alle nach Hause gehen und Ihre Küche plündern, möchte ich Sie davor warnen, denn in höheren Dosen genossen wirkt die Substanz durchaus leber- und nierenschädigend. Das heißt, es ist keine Alternative zum Kaffee oder zur Schokolade. Also suchen wir was anderes. Wir brauchen etwas Konkretes. Gibt es da was von Ratiopharm? Nein, aber von Novartis. Das Präparat heißt Ritalin. Ritalin ist die Substanz, die weltweit am meisten missbräuchlich zur Leistungssteigerung bei Gesunden eingesetzt wird. Also diese kognitive Leistungssteigerung, dieses Neural Enhancement. Eine kleine Anekdote zum Namen, woher kommt dieser Handelsname Ritalin? Das war eigentlich ganz witzig. Er leitet sich ab von dem Spitznamen dieser jungen Frau. Das ist Margaret. Und Margaret war die Ehefrau des Chemikers, der 1944 die Substanz als erstes synthetisiert hat. Und ihr Spitzname war halt Rita, daher dieser Handelsname. Was ist Ritalin jetzt genau? Ritalin ist der Handelsname zu dem Wirkstoff Methylphenidat. Und Methylphenidat hat in Deutschland die Zulassung zur Therapie des Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndroms. Das ist dieses Zappel-Philipps-Syndrom. Und zwar nur bei Kindern zwischen dem 6. und 18. Lebensjahr. Und bis auf eine Ausnahme habe ich jetzt eigentlich niemanden gesehen, der unter 18 aussah. Sie mögen mir das verzeihen, wenn ich andere Leute jetzt vergessen habe. Das heißt, wir alle hier im Raum, bis auf der junge Mann hier vorne, dürfen diese Substanz gar nicht anwenden, wenn es nur um die Zulassung ging. Wie wirkt es denn? Es wirkt ähnlich wie Amphetamine, zum Beispiel Ecstasy oder Kokain. Ich möchte das anhand eines Bildes einmal deutlich machen. Und zwar, das sind zwei Nervenzellen, wie wir sie alle milliardenfach in unserem Gehirn haben. Diese beiden Nervenzellen wollen miteinander kommunizieren. Normalerweise ist es so, dass die eine Nervenzelle Botenstoffe aussendet, die wandern zur nächsten Zelle, geben ihr Signal ab und wandern zurück. Man kann sich das vorstellen wie kleine Postboten. Die Postboten gehen aus dem Depot, wandern zum Briefkasten, werfen die Post ein und gehen zurück. Methylphenidat macht jetzt nichts anderes, als den Postboten den Rückweg zu versperren. Sie können nicht ins Postdepot zurück, bleiben länger auf der Straße und so würde auch dieser letzte Briefkasten hier unten Post erhalten. Das Signal wäre also stärker. Wie ist das denn? Machen das nur sehr, sehr wenig Leute oder ist das schon durchaus ein gesellschaftliches Phänomen?
Es gibt Zahlen aus den USA, die legen nahe, dass 20% der Amerikaner es schon machen würden. Diese Zahlen schon aus dem Jahre 2008. Und aus dem Jahre 2009, also aus dem letzten Jahr, gibt es Zahlen aus Deutschland. Die legen nahe, dass es 5% der Leute machen würden. Ich gebe zu, dass die Spannbreite relativ groß ist. Aber wenn es nur 5% wären, würde es bedeuten, dass jeder 20. hier im Raum schon Substanzen missbräuchlich einsetzt. Das heißt, damit ist es definitiv gesellschaftlich relevant. Gesichert sind diese Zahlen. Die Verordnungszahlen für Methylphenidat haben in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Es wird also immer mehr verschrieben, damit ist immer mehr in der Gesellschaft vorhanden und damit wird auch immer mehr angewendet. Das Dumme ist nur, dass es gar nicht wirkt bei Gesunden. Es gibt bei Gesunden keine Wirkung. Und das können wir uns an Klein Torben nochmal deutlich machen. Das ist Klein Torben. Klein Torben leidet unter dem Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom, ist also ein Zappelphilipp. Er kann sich nicht konzentrieren, ist unaufmerksam und schlecht sozial integriert. Was läuft bei ihm falsch? Bei ihm läuft folgende Sache falsch. Er hat nicht genug Postboten auf der Straße. Das heißt, der untere Briefkasten hier ist nicht befüllt. Das ist der Zustand, der schlecht ist und deswegen leidet er unter diesen Symptomen. Geben wir Torben Methylphenidat, führt es dazu, dass die Postboten nicht zurück können und auch der letzte Briefkasten hier unten erhält seine Post. Das Signal ist wieder ausreichend stark. Wir haben ihn behandelt, er fühlt sich besser. Er ist besser in der Schule, findet leichter Freunde, findet leichter Anschluss. Das ist der Zustand, den wir erreichen wollen. Beim Gesunden ist dieser Zustand von Anfang an erreicht. Auch ohne, dass man den Postboten den Rückweg versperrt, haben sie genug Botenstoffe. Das Signal ist ausreichend stark. Das heißt, hier einen mehr Postboten auf die Straße zu bringen, bringt einfach nichts, weil es gibt keine Briefkästen mehr, die wir mit Post befüllen könnten. Man kann sich das anhand eines anderen Bildes nochmal deutlich machen. Geben wir diesem jungen Mann Geld, dann hat er was davon. Geben Sie das gleiche Geld diesem jungen Mann, haben Sie nichts davon. Jetzt bleibt zu klären, warum denn 20% der Amerikaner und 5% der Deutschen es trotzdem machen. Ich denke, es sind zwei Faktoren. Einmal sind diese ganzen Symptome, die letztendlich wir behandeln wollen, sehr weiche Symptome. Das heißt, ich bin müde, unaufmerksam und so weiter. Das ist eben nicht der Beinbruch, den man als hartes Symptom bezeichnen könnte. Das heißt, solche Sachen zu therapieren, hängt sehr viel mit der Psyche zusammen. Das ist der Teil, den man als Placebo-Effekt bezeichnen könnte. Denn ich nehme etwas ein, glaube, dass ich mir was Gutes getan habe und wahrscheinlich habe ich mir dann auch was Gutes getan, weil ich mich besser fühle. Und auf der anderen Seite, desto mehr Medien darüber berichten, desto eher entsteht der gesellschaftliche Eindruck, es machen schon alle, also müsste ich das auch tun, weil ich will ja den Anschluss nicht verpassen. Und dementsprechend aus diesen beiden Sachen entsteht die Tendenz in der Gesellschaft, sich immer mehr mit diesem Thema zu beschäftigen und immer stärker das anzuwenden. Was bleibt uns jetzt, die wir jetzt wissen, dass die Substanz eigentlich nur auf Placebo-Niveau wirken kann bei Gesunden? Uns bleibt eigentlich nur der große Kaffee und das große Stück Schokolade, was viel günstiger wäre, viel leckerer und auch viel leichter zu bekommen. Vielen Dank.